herzlich willkommen zum Talk Operational Glitches mit Christian Heck. Bitte einen Applaus. Danke. Der Vortrag, den ich heute halten werde, ist mehr oder weniger eine Lesung. Ich versuche eine Art assoziativen Cut-up durch ein Essay, an dem ich die letzten 3 Jahre geschrieben habe, mit euch zu machen. Es war halb natürliche Sprache, halb Code, den ich gemacht habe. Vom Code zeige ich euch heute nur eine 6-minütige Dokumentation. Es geht also hauptsächlich um den Text. Den Text habe ich versucht zu schreiben für Menschen, die in westlichen Industrienationen leben, die... Ich habe nur Informationen benutzt, zu denen die auch Zugang haben. Mir ging es darum, eine Art Bewusstwerdung zu schaffen, was für Folgen eine Maschinenlesbarmachung von Mensch oder aber auch von Welt haben kann. Ich habe das nicht alleine gemacht, deswegen möchte ich erst kurz Danke sagen. Danke an Nick Bries und Volker Möllenhoff für den Code und danke an Wolfgang Knapp, der mir beim Text sehr viel geholfen hat. Okay, ich zeige euch jetzt einen Ausschnitt vom Code, 5 Minuten Dokumentation. Instead, it provides a record of phone numbers and the times and length of calls. Metadata. It can track a wider variety of activities because it's able to collect more types of data. It uses an accelerometer to measure your total body movement. It has a custom sensor that can measure intensity by tracking your heart rate. And it uses the GPS and Wi-Fi in your iPhone to track how far you've moved. It's important to have a man in the loop to make sure that we have control of the system. Okay, continue to track. Target destroyed. Target's destroyed. 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 The U.S. Air Force much-touted new intelligence, surveillance, and reconnaissance system, ISR, for use with remotely piloted aircraft, which is developed to be used in Afghanistan, has significant operational glitches. Air Force much-touted new intelligence, surveillance, and reconnaissance system, ISR, for use with remotely piloted aircraft, which is developed to be used in Afghanistan, has significant operational glitches. There are elements that are automatic. So there is a surveillance radar which can look out to a certain distance to identify friend or enemy asset. Targets identified. Over time, Apple Watch actually gets to know you. Apple Watch is designed to help anyone who wears it lead a healthier life by being more active. And how long you want to work out, the number of calories you want to burn, or the distance you want to go.
or unmanned aerial vehicles. Very effective at taking down the current threat that we may face. The Hebrides is very much similar to the Falkland Islands, where we're likely. The Hebrides is very much similar to the Falkland Islands, where we're likely to deploy or unmanned aerial vehicles. Very effective at taking down the current threat that we may face. The Hebrides is very much similar to the Falkland Islands, where we're likely to deploy or unmanned aerial vehicles. Very effective at taking down the current threat that we may face. Intelligence. They say operational glitches basiert auf der Annahme, dass die Ursprünge der Computertechnologie technokratischen Weltbildern entsprangen. Dass Rechenmaschinen seit jeher zur Kontrolle, zur Optimierung menschlichen Verhaltens entwickelt und weiterentwickelt wurden. Oder aber auch zur effektiven Aussonderung von Abnormitäten. Und so könnte man das, was man, das, was in den Mainstream-Medien als Überwachungsskandal bezeichnet wird und seine Folgen, als einen Lauf der Dinge bezeichnen. Diesen Lauf der Dinge versuchen Glitch-Künstler durch eine ästhetische Erfahrung zu irritieren. Sie versuchen dem Läufer Steinchen in die Schuhe zu legen, Glitches. Ein Glitch, was ist ein Glitch? Wie die meisten von euch wissen, gibt es mehrere Arten und Weisen, Abbilder von etwas wahrzunehmen, sie zu sehen, sie zu lesen oder auch zu hören. Also hier sind nur vier verschiedene Arten, Hex, Binär und in ASCII oder eben das, was wir als klassisches technisches Bild verstehen. Glitch-Künstler bauen Fehler in den, ins technische Bild auf der Textebene ein. Das ist die einfachste Art und Weise, Glitch-Art zu machen. Einfach nur im Hex-Editor an Buchstaben auswechseln oder ein paar Zahlen. Also das heißt, wir machen keine Bildbearbeitung im herkömmlichen Sinn. Wir gucken die Bilder im Code an, wir hacken Codecs oder technische Devices zur Bildübertragung, um Fehler zu produzieren. Von dem, was aber ein Glitch sein kann, gibt es mehrere Interpretationen. Und ich habe mich die letzten Jahre in meiner Arbeit auf die Interpretation von Martin Heidegger, seine Annäherung an Medien, ich habe mich daran festgehalten, also die meiste Arbeit basiert darauf. Ich möchte einen Teil vorlesen von einem Vortrag von ihm von 35. Heidegger hat mal gesagt, dass man sein Schuhzeug erst als solches wahrnehmen kann oder besser gesagt ein Bewusstsein für erlangen kann. Er hat gesagt, sie müssten drücken. Erst wenn die Schuhe drücken, geht in mein Bewusstsein das Tragen der Schuhe über. Erst dann nehme ich sie wahr, zuvor tragen sie Zeugcharakter, rein Zeugcharakter. Sie sind als solches nicht verankert in unserer Dingwelt. Ein Glitch im Interpreter oder im technischen Bild oder im Encoder ist das Steinchen im Schuh. Etwas, das mir hilft wahrzunehmen und zu begreifen, dass da was ist. Irgendwas, das mir die Welt gerade schreibt. Irgendwas, das mir die Welt gerade zeigt. Sehe ich Welt durch andere Augen, in diesem Falle durch technische Devices, so sehe ich durch Maschinenaugen. So liegt diese Maschine zwischen mir und Welt. Sprich, eine mediale Ebene liegt dazwischen. Diese Zwischenform von Welt stellt eine Abstraktion von Raum sowie von Zeit dar. Eine Vereinfachung im Sinne von Maschinen-readable. Denn irgendwas geschieht ja da drin, wenn da irgendwas irgendwie in die Blackbox reingeht und dann irgendwie, irgendwo wieder rauskommt. Eine Abstraktion von Bewegung. Denn diese ist der einzige Weg für Maschinen, sehen zu können. Sie ist auch der einzige Weg für mich, den Menschen durch Maschinen sehen zu können. Diese mediale Ebene also, sage ich, sie vernichtet meine Welt als Raum, eben weil technische Devices zur Bildübertragung mich aus meinem Ich-Kann hinauskatapultieren.
Eine Verortung findet also statt. Im Allgemeinen versteht man unter technischen Bildern, wie vorhin schon erwähnt, bei Obama, Abbilder von etwas. Dieses Etwas könnte man Welt nennen oder Mensch oder Situation oder Bewegung oder Zeit oder Leben. Während der Rezeption dieses technischen Bildes aber bin ich sogleich. Bin ich Welt, bin ich Mensch, bin ich Situation, bin ich Bewegung, bin ich Zeit, bin ich Leben. Ich bin während der Rezeption eines technischen Bildes Leben, Leben, welches abstrahiertes Leben versucht zu erleben. Ich spreche hier also von technischen Bildern als Phänomenen. Nicht ausschließlich von etwas, das man wahrnehmen kann, sondern von seiner konkreten Wahrnehmung. Also gilt es zu fragen, was, wann und vor allem wie erscheinen mir technische Bilder? In meinem Essay steuerte ich durch diese Fragestellung eben auf ein Phänomen zu, welches ich später als Codicht bezeichnete. Was ich den eigentlichen Fehler bezeichnet habe. Denn während des Lesens eines solchen Codichtes nehme ich, wie gerade schon erwähnt, nicht die Position vom außenstehenden Betrachter ein. Einen Betrachter, der passiv eine Erscheinung rezipiert? Nein, ich bin voll im Codicht drin. Ich bewege mich in ihm. Ich bewege mich nach seiner Zeit, der Zeit des technischen Bildes. Aber solange ich mich in ihm bewege, in seinem Raum, in seiner Zeit, solange kann ich das, was passiert, gerade in diesem Moment, solange kann ich das nicht hinterfragen, dieses Wo und Wie ich mich gerade befinde, wer ich dort bin und oder was ich gerade jetzt sehe. Denn Codichte scheinen unsichtbar. So wie es eben, um nochmal kurz auf Heidegger zurückzukommen, so wie der Schuh sich erst wieder in unsere Dingwelt verankert, das heißt, dass ich ihn erst wahrnehmen kann, sobald er beginnt zu drücken. So ist mir das Tragen der Schuhe, während ich sie bequem trage, nicht bewusst. Der Schuh trägt in dem Moment rein Zeugcharakter. So stellt also Glitch Art in diesem Kontext eine Möglichkeit dar, die Möglichkeit einer ästhetischen Erfahrung von dem, was mich von Welt entfernt, genau in dem Moment, in dem ich glaube, Welt zu sehen und aber im selben Moment selbst Welt bin. Glitch Art stellt also eine Möglichkeit, eine künstlerische Möglichkeit dar, das, was unsichtbar scheint, wieder zurück in die Dingwelt verfrachten zu können. Diesem unsichtbaren Fehler also eine Form zu schenken. Ich spreche von keinem Fehler, den mir die technische Device schon als Fehler vorinterpretiert, weil sie ihn als Fehler erkennt und somit mich durch Maschinenaugen diesen Fehler auch als Fehler erkennen lässt. Nein, ich spreche von unsichtbaren Fehlern. Glitchart versucht also eine Erzeugung von ästhetischer Erfahrung eines Fehlers durch bewusst hervorgerufene Fehler. Ein Aufzeigen von dem, was da ist eben, aber als solches nicht erkennbar scheint. Ein Schaffen von Bewusstsein für. Bewusstsein für etwas, das mich meine Welt ebenso sehen lässt, wie ich sie sehe, wenn ich durch Maschinenaugen sehe. Ein Bewusstsein für Fehler in der jeweiligen Bildgenerierung, ein Bewusstsein für Fehler in der automatisierten Geschichtsschreibung von Welt, den Geschichten von Menschen durch Indexierung ihrer Metadata, eben weil das schon an sich ein Fehler ist. Diese Abstraktion von Raum, diese Verortung, von der ich vorhin noch sprach, während ich maschinenlesbar gemachte Menschen rezipiere oder eben mit ihnen über Devices kommuniziere, diese Verortung vollzieht sich in Zeit. Und diese Zeit, sie wird fälschlicherweise ab und zu als Echtzeit oder aber auch im Englischen Realtime bezeichnet. Diese sogenannte Echtzeit also ist aber eigentlich eine Abstraktion von Zeit. Denn alles Wahrgenommene über Sehmaschinen kann ich nur verändern, indem ich Dauer vernichte.
indem ich sie abstrahiere hin zur mechanischen Zeit. In Echtzeit kann ich mit meiner Freundin in Südkorea sprechen. In Echtzeit kann ich mit meinem Arbeitskollegen eine Skype-Konferenz abhalten. In Echtzeit sieht ein Drohnenpilot in Nevada seine zukünftigen Opfer in Pakistan. Würde Rammstein als Relaisstation für den Drohnenkrieg keine Bildübertragung in Echtzeit mehr garantieren können, so wäre die Illusion in diesem konkreten Falle von Echtzeit hinüber. Und deshalb sage ich, Todzeit könnte Leben retten. Okay, danke schön.